Hallo meine Freunde und willkommen zu Empires of the Undergrowth, also sprich das Imperium, das unter uns lebt, das unter uns wächst. Und zwar, wie ihr seht, geht es hier um Ameisen. Genau. Ihr seid eine Ameisenkönigin, diese hier, und besitzt kleine Arbeiter, diese hier, hier unten. Die ziehe ich mal auf die braune Zahl. Und das Wichtige ist, dass ihr diese Arbeiter wie auch in Dungeon Keeper Manier bewegen könnt. Die müssen aber Nahrung heranschaffen. Ihr könnt euch die hier unten in diese erste Gruppe ziehen und könnt sie dann mit der rechten Maustaste zu diesem Duftort hier vorne leiten. Die bringen dann die ganze Nahrung hier vorne rum. Und hier unten ist schon ein vorher angelegtes, Lagerhaus für Essen. Das sind kleine Larven und Nüsse und was die hier alles so finden. Das bringen die alles darunter. So, und wir müssen uns hier nach und nach verstärken. Wenn ich mal so rumgucke, haben wir hier um uns herum viel Nahrung, was angeboten wird. Ein paar Ausrufezeichen, wo wir hin müssen. Und das ist sozusagen das erste Alpha-Level. Jetzt wäre ich fast vom Stuhl gekippt hier. Das erste Alpha-Level, das uns zeigt, wie dieses Spiel funktioniert. Und zwar bauen wir hier auch jetzt erstmal als allererstes eine kleine Brutstätte. Seht ihr, jetzt haben wir hier eine runde Brutstätte gebaut. In der Mitte haben wir noch nicht genug Nahrung dafür, dass wir hier eine weitere bauen. Und hier wachsen jetzt Larven und da entstehen dann auch Arbeiter. Die ziehen wir ebenfalls hier rein. So, jetzt haben wir hier schon 13. Diese Brutstätte ist jetzt für sich eigenständig. Wenn wir die immer vergrößern, verändert sich einfach nur diese Zahl hier unten. Das heißt, das ist jetzt so eine Art kleine Truppe, die zusammenbleibt, so wie es auch in Wirklichkeit dann schlussendlich ist. So, ihr seht, die sind alle ausgewachsen jetzt und jetzt graben wir uns mal hier direkt nach oben, um hier an die Nahrung zu kommen. Diese Arbeiter kämpfen auch für uns. Aber sie sind nicht sehr stark. Wir haben Kämpfer. Die wachsen in dieser Brutstätte hier rechts. Black Ant, also die schwarze Ameise. Im fertigen Spiel schlussendlich werdet ihr wesentlich mehr Möglichkeiten haben, eure Ameisen auch genetisch zu verändern, dass die größere Kiefer kriegen, dass sie schneller sind und so weiter und so fort. Und ihr verbaut halt hier enorm viel, wie soll ich sagen, mit eurer kleinen Ameisenfraktion. Erweitert die Räume, vergrößert eure Kolonie und Ameisenfreunde, denke ich, werden ziemlich abgehen, wenn sie das sehen. Und ich finde auch die Grafik jetzt schon schick. Ihr könnt euch ein paar Trailer angucken. Vielleicht packe ich hier auch nochmal auf den Kanal die eine oder andere Aufnahme vom Trailer. Und dann seht ihr, wie dieses Spiel doch schon aussehen kann. So, jetzt schauen wir mal kurz. Jetzt erweitern wir unser Nahrungslager. Ist zurzeit noch etwas limitiert natürlich alles. Die aktuelle Alpha ist das hier, die wir jetzt hier gerade spielen. So, und wir haben jetzt hier oben können es auch canceln, dann hebt der Geruch komplett auf und die streifen einfach nur in der Kolonie umher. Und hier haben wir jetzt auch noch kein Zeitproblem. Früher oder später ist es auch so, dass wir ziemlich viele Feinde haben. Feinde in Form von großen Käfern oder auch anderen Ameisen. Und ja, und was wir jetzt mal machen, wir graben uns jetzt mal hier hoch. Stellen unsere Arbeiter hier schon mal hin. Das heißt, wenn hier irgendwie was Feindliches auf uns wartet, haben wir die gleich hier so ein bisschen gesammelt, wie ihr seht. So, ihr beiden dann. Hier haben wir wieder ein großes Nahrungslager. Wie gesagt, das ist das erste Level. Hier wird uns das grob erstmal erklärt, wie wir das alles so aufbauen. Und wir müssen jetzt unser Nahrungslager nochmal, denke ich, ein Stück erweitern. Zack, zack. Und hat halt einiges von Dungeon Keeper. Ich mag das sehr. Ich finde auch die Ansicht sehr gut. Nur es ist halt trotz allem auch ziemlich interessant, dass man mit seinen ganzen Truppen im Grunde immer unterwegs ist. Es gibt ein Level, das zeige ich euch im späteren Verlauf. Da hat man schon ganz schön viele Truppen, wenn man alles richtig macht. Und man kann auch ziemlich schnell verlieren. Also wenn ein großer Käfer kommt und ihr nur Arbeiter habt, dann kann der eure ganze Kolonie auffressen. Und eure Königin, die kämpft nicht. Die bleibt hier wie angewurzelt stehen und muss verteidigt werden.
So, hier oben seht ihr Nahrungswert. 700 können wir einlagern, 381 haben wir schon. 14 Arbeiter besitzen wir. Das heißt, wenn wir das jetzt hier erweitern würden, müsste ich das nach hier oben erweitern, damit wir diese Kolonie hier, diese Truppe, diese Gruppe oder auch Familie, keine Ahnung, wie wir es nennen wollen, dass wir die nicht auseinanderreißen. Denn meines Erachtens brauchen wir nur eine Truppe von Arbeitern, alles andere sind Kämpfer zum Schluss. Die wiederum könnten wir hier oben ansiedeln. Das heißt, wir graben hier doch einfach mal jetzt das alles weg. So. Und bauen hier erstmal das hier oben auf. Weil es kostet schließlich alles Nahrung. Und hier ziehen wir dann Kriegerameisen heran, also schwarze Ameisen. Die wir auf Rot ziehen. Rot ist jetzt die kämpfende. Das ist erstmal der Platz für die. Da können sie sich ja hier erweitern. Hier wachsen sie heran dann gleich. Hier werden gleich die Larven abgeliefert. So, und jetzt deaktivieren wir mal unseren Wegpunkt, sodass unsere Arbeiter das auch mal machen. Und dann brauchen wir gleich die Nahrung von hier. Und die Nahrung von hier. Und von hier. Hier gucken wir mal, hier sind schon so ein paar Wurzeln an der Wand. Da müssen wir mal gucken. Wir graben uns hier einfach mal direkt hoch. Und unsere schwarzen Ameisen sind das hier. Die haben so schwarze Striche drauf. Ein bisschen größer und sind unsere Krieger. Und das Schöne ist, wir sehen hier jetzt, haben wir es da gesehen, da haben wir etwas größere Käfer, die uns jetzt attackieren. Das sind, weiß nicht, sind das Skorpione, sind es nicht. Auf jeden Fall werfen wir unsere Arbeiter und unsere Kämpfer ihnen entgegen. Auf engen Raum ist das immer gut. Ersten haben wir. Sind drei, komm. Und die anderen beiden haben wir auch, sehr gut. Wunderbar. Da wir jetzt ein bisschen an Arbeitern verloren haben, wurden die gleich nachgezüchtet hier. Hier sind die Larven, die wachsen jetzt und kommen dann auch dazu. Und hier oben haben wir auch ein paar Arbeiter verloren. Krieger. Unsere Arbeiter holen das jetzt ab. Wir können auch unsere Krieger hinschicken. Die können die auch tragen. Nur kosten sie halt wesentlich mehr. Also es wäre teuer, jetzt Arbeiter die ganze Zeit als Transportkräfte einzusetzen. Aber im späteren Verlauf, wenn wir irgendwas angreifen, dann werden die Krieger schon dafür hergenommen, dass sie auch dann dort, wo sie angreifen, gleich die Nahrung mitnehmen. So, die Nahrung wird jetzt erstmal nach unten gebracht. Hier oben wachsen wieder ein paar Larven heran. Die warten jetzt, bis sie benötigt werden, sozusagen. Also bis unser Platz ausreicht. Und hier oben haben wir ein ziemlich großes Nahrungslager gefunden. Das heißt, wir können auch, damit das schneller geht, mal unsere Arbeitskräfte ja, erhöhen, vergrößern. Dann machen wir mal hier frei. Und graben mal hier komplett so. Und erweitern mal unser Arbeiternest. Hier können jetzt weitere Arbeiter sozusagen leben. Die Larven werden platziert. Und da, gut, ich habe jetzt hier angefangen, hier waren diese Dinger sind zu hart hier, diese Steine, hier kommen sie nicht durch, das ist richtiger Fels, wir kommen nur durch die Erde. Deswegen habe ich das jetzt hier so gebaut. Ist natürlich schöner, wenn man das ein bisschen abtrennen kann voneinander, mit Wänden, aber das war jetzt gerade nicht möglich. So, wir haben hier oben fast alles an Nahrung weggeholt, die Kämpfer müssen jetzt hier erstmal nicht mehr hin. Ich schaue gerade, haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Nein, im Moment nicht. Aber hier haben wir, denke ich, was. Weil hier ist ein rotes Ausrufezeichen. Das sieht nicht gut aus. Jetzt gehen wir mal nach hier unten.
Schauen wir. Keine Feinde in Sicht. Wunderbar. Das heißt, zum nächsten Nahrungspunkt. Unsere Krieger gehen wir da, schicken wir da hinterhin. Die sollen erstmal nichts mitnehmen. Das ist ja auch nicht viel hier. Das wird, wie gesagt, alles in diesem ersten Level, was einen so das veranschaulicht, erstmal so die Grundsachen gelehrt. Im späteren Verlauf kann man auch dann nach oben, an die obere Welt. Das geht in der Alpha hier nicht. Aber in den Videos zum Spiel ist das alles schon zu sehen. Und das wird dann doch sehr spannend werden. Cool wird auch, wenn man dann sozusagen oben auf der Erde oben attackiert wird und das Schlupfloch in unsere Behausung angegriffen wird. Dann kommen die hier rein. Dann hat sozusagen unterschiedliche Spielebenen. Ich glaube zu wissen, dass Dungeons 2 oder 1 das auch hatte. Falls euch das was sagt. Und das hat schon sehr viel Spaß gemacht. So, und jetzt schicken wir die Krieger rein, wie ihr seht. Ich habe die Kriegersache jetzt hier hinten platziert. Arbeiter schicke ich jetzt dazu. Die kommen noch und helfen, falls die Krieger das nicht schaffen. Aber sie sollten das schon hinkriegen. Klar, wir haben... Ja, das haben wir wunderbar. Haben wir geschafft. Arbeiter nach hinten holt auch die Nahrung. Die großen Käfer haben wir bezwungen. Und so ist im Grunde das Spielprinzip im Moment. Wir spielen das jetzt einfach weiter. Und gucken, wie groß wir unsere Behausung werden lassen können. Wir müssen hier dann noch gleich runter, das alles freilegen. Das geht aber weiter dann wesentlich schneller, weil wir halt auch wesentlich mehr Ameisen haben. Aber erstmal kümmern wir uns hier oben um das. Das heißt, die Arbeiter... Haben wir die Nahrung jetzt hier weg? Ja, wunderbar. Arbeiter nach hier, Kämpfer nach oben. Arbeiter das hier freilegen, komplett. Dann gucken wir mal, was zum Vorschein kommt. Und jetzt müsste schon sich was zeigen. Und alle Ameisen rein. Ein Käfer, ein feindlicher Käfer, ein Ohrenkneifer oder keine Ahnung. Die kriegen wir schon. Ist noch einer dazugekommen? Ich leuchte das mal aus. Wunderbar. So, die Nahrung kann jetzt nicht mehr so doll geholt werden, weil hier unten schon alles voll ist. Das heißt, wir erweitern jetzt erstmal unseren Kämpferpool. Und unseren Arbeiterpool auf dieser Seite. So. Das kostete jetzt schon sehr viel Nahrung. Das heißt, alles Weitere können wir dann wieder einlagern. Und ich bin immer einer, weil ich nicht viel machen konnte das letzte Mal. Ich habe das ja schon mal gespielt. Habe ich komplett alles abgebuddelt. Also da war hier auf der Karte nichts mehr dunkel. Nur um zu gucken, wie weit man das Spiel so ein bisschen treiben kann. So, unsere Krieger sind jetzt schon auf 20, 22 angewachsen. Und unsere Arbeiter auf 34. Und hier fehlen noch ein paar Larven. So, wir haben alles. Nahrung. Und haben unsere Leute jetzt zurückgeholt. Die füllen das jetzt hier wieder auf. Früher oder später werden wir noch ein bisschen mehr brauchen. Deswegen mache ich das nochmal frei. Das hier kann weg. Das kann auch weg. Das auch. Wir machen das mal komplett gerade für uns. Dass wir nur eine Wand dazwischen haben. Es gibt auch irgendwann Gegner, die graben uns die Wände kaputt. Andere Ameisen. Wird auch interessant, wenn das vielleicht irgendwann mal Multiplayer-fähig wäre. Wie sich das so verhält. So. Und ihr seht, die Kolonie wird und wird größer. So, und jetzt brauchen wir auch wieder Nahrung. Ich habe einiges gebaut. Das heißt, ich guck mal kurz, wo wir als erstes, als sicherstes an Nahrung kommen. Hier unten vermutlich. Direkt durch unsere Behausung. Das heißt, die Krieger sammeln sich mal hier. Und müssen auch rein. Und die Arbeiter hinterher. Als erstes kommen die ganzen Krieger, wie ihr seht.
Wird wieder platt gemacht. Das sind halt Käfer, die uns noch nicht so viel entgegensetzen können. Vor allem, weil unsere Krieger doch ziemlich stark sind. Aber bald ist es ein bisschen eklig. Also Leute, die vor Insekten ein bisschen Angst haben oder so, da gibt es irgendwann eine Käferrichtung, die schon ziemlich fies, weil die sehr schnell ist. Und da kribbelt es den einen oder anderen, denke ich schon. Aber die, die sich mit Ameisen auskennen, freuen sich. So, wir verbinden mal das Ding. Zweimal, damit das schneller geht. Unsere Arbeiter sollen das mal machen. Unsere Kämpfer warten hier unten. Weil wir das jetzt hier freilegen. Und das ist... Ah, nicht ohne. Wie ihr seht, viele Ausrufezeichen. Ah, das ist schon wirklich arg viel. Nee, möchte ich noch nicht. Gehen wir erstmal nach hier. Sammeln die Nahrung ein. Und gehen gern nach hier unten, weil drei Ausrufezeichen, drei Käfer. Ich weiß nicht, wie viele das hier sind. Ich glaube, das sind alles diese Dinger von eben. Und wenn so viele kommen, dann haben wir ein Problem. Ja? Dann schaffen das auch unsere 26 Kämpfer nicht. Kriegerameisen. So, wurden hier unten die Nahrungsstücke alle abgeholt? Ja. Die paar Nahrungsteile hier oben abholen. Und unsere Kämpfer gehen rein. Hallo, geht da rein. Oh, eine Ameise haben wir schon verloren. Okay, müssen wir nicht machen. Wir haben sie umrunden können. Das heißt, wir haben komplett... Ja, sozusagen von allen Seiten angreifen können. Das ist dann sehr praktisch. Also es ist doch nicht immer so toll, wenn du einzelne Wege nur hast. Aber ganz oft reicht es eigentlich aus. Ich glaube, hier ist noch ein Nahrungsteil. Ist das noch einer hier? Ich weiß das gar nicht. Nee, sind nur normale Kristalle. So, jetzt haben wir wieder viel Nahrung gesammelt. Gehen jetzt hier nochmal hoch. Und währenddessen erweitern wir unseren Kriegerpool nochmal. So. Wir haben jetzt fast so viele Kämpfer, wie wir Arbeiter haben. Die Nahrung hier nehmen wir noch mit. Das heißt, als nächstes, wir gehen einfach weiter hoch. Das nehmen wir auch noch. Von dort gehen wir hier hoch. Wir grasen das jetzt alles schnell ab. Bevor wir unten links angreifen. Kommen sie alle wie die Verrückten, unsere Arbeiter. Sind eigentlich mehr. Ich weiß gar nicht, wo der Rest bleibt. Können eigentlich diese Siebener, können wir mal wegräumen. Die sollen sich um den Aufbau hier drin kümmern, um alles. So, freigelegt. Und jetzt geht's hier hoch. Arbeiter kommen... Machen uns den Weg frei. Krieger kommen dazu. Hier geht ein Weg durch ab jetzt. Müssen wir nicht mehr so weit rumlaufen. Das ist ja Quatsch. So, hier haben wir eins. Zwei von den Ohrenkneifern. Klar, die einzelne Ameise stirbt. Aber wenn unsere Krieger alle kommen, dann haben wir keine große Sorge. So, alles leer gegrast, alles leer gefarmt hier oben. Noch ein bisschen was da. Hier oben mal kurz gucken. Hier könnte einfach mal freilegen, gucken, ob da was ist. Manchmal findet man so spontane kleine Sachen. Das ist mal alles frei hier. Ist ja Quatsch. Na, das ist so angenehm, wenn das freigelegt ist wenigstens. Dann weiß man, da ist nichts.
So, hier will ich auch rein. Das können sie alles wegnehmen. Falls wir kämpfen müssen, brauchen wir Platz. Hier bauen wir eher kein Volk. Also. So, und wenn ich jetzt hier runtergehe, können wir mal unser Nahrungsbereich erweitern. Machen wir so. So. Erweitert und bringt mir die Nahrung. Hopp, hopp, hopp. So, hier oben alles frei. Ist auch herrlich, wie die so hier laufen und so. Das ist wirklich cool gemacht, dass die sich so ein bisschen verhalten wie wirkliche Ameisen. Dann einmal von hier reingraben und von hier. Und die Kämpfer schicken wir rein, falls Gegner auftauchen. Nee, tun aber nicht, alles klar. Also tun nicht, also tauchen nicht auf. Meine Güte, was war das denn für ein Deutsch gerade? Entschuldigt. So, die Nahrung holt ihr, bringt ihr bitte ins Lager. Wie sie sich hier langlaufen, wie so ein Schlauch. Herrlich, aber ich kann euch sagen, das wird bald noch größer. Im nächsten Level, in dem nächsten Let's Play, in der nächsten Episode. So, hier unten rein kommen wir nur von hier. Das heißt, wir machen das mal hier frei, damit wir kämpfen können. Ja. Krieger schicken wir hier mal hin. Die Nahrung ist weg. Oh ja, da ist schon ein größerer. Ja, was ist das? Ist auf jeden Fall ein großer Käfer. Sprüht Gift aus seinem hinteren Stachel, aber wird von unseren Ameisen gut belagert, aber damit haut er natürlich ganz schön rein, ne? Also damit, ja, sind die desorientiert, die laufen dann auch zurück. Na, kommt. Ihn haben wir. Und so große Käfer, da wird das Essen dann, also die Körperteile von dem, werden geschnappt und werden mit zur Nahrung verbracht. Ich will mal gucken, was passiert, wenn wir das freilegen. Okay, das gehört zur Wandtextur. Alles klar, so, wir wollen hier jetzt weiter rein. Das heißt, die Arbeiter machen das mal alles hier frei. Und dann werden wir hier kämpfen dürfen gleich. Ah, nee, ganz zum Schluss noch nicht. Ich möchte mal unsere Kämpfer erweitern. Ich habe das Gefühl, das wird ein bisschen problematisch. So. Gut. 50 Kämpfer. Sollte ausreichen. Wenn sie gleich da sind. Die wachsen gleich an hier. Also die sieben, die wir hier haben, die sieben in grün, die werden gleich sich darum kümmern, dass die hier wachsen. Oha, okay, alles klar. Bin gerade am überlegen, ob ich nicht nur die Kämpfer hinschicke, sondern auch die Arbeiter, weil das ist jetzt sehr geblockt. Das Schöne ist, die hinteren können nicht kämpfen, aber hier vorne greifen auch nur 3, 4, 5 Stück die Käfer an. Und das könnte Probleme hervorheben. Das heißt, ich mache mal was anderes. Die Arbeiter hier hoch, die Kämpfer sollen sich hier unten sammeln. Kommt mal zurück. Na, machen sie es überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Ein paar sammeln sich hier unten schon. Ich glaube, den Kampf hier oben, den verlieren wir fast, oder? Na, viele haben wir hier oben ja nicht mehr. Hier sammeln sich jetzt einige. Wenn sie jetzt hier oben verlieren, ich lasse die mal weiterkämpfen, dann laufen die hier durch. Und wir haben hier sehr viel Platz. Das heißt, hier können wir die umkreisen. Die Arbeiter sollen das nochmal freilegen. Ja, da kommen sie. Habe ich mir schon gedacht. So. Arbeiter zurück. So, wir haben 47, also wir haben fast alle Kämpfer hier. Und jetzt werden wir sie angreifen. So, und Arbeiter holen wir auch dazu. So habe ich mir das vorgestellt. Wie sie im Duett hier angreifen. Zack, 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 immer mehr. Den kriegen wir jetzt auch noch. So, nehmt euch, was sie hinterlassen haben.
Dann sollen die Arbeiter da mal hin. Die Kämpfer können sich jetzt schon mal... Das hier möchte ich eigentlich freilegen. Kämpfer können sich hier schon mal sammeln. Das soll auch freigelegt werden. Wir brauchen Platz für den Kampf. Wir radieren das jetzt hier kurz aus. Hier oben müssen wir ja nichts mehr machen. Das ist ja alles freigelegt. Wir haben jetzt Platz zum Kämpfen. Das heißt, die werden sich hier jetzt treffen. Die hier. Und die Arbeiter werden das komplett hier bearbeiten. Jetzt sind wir bereit für den Kampf. Das nehmen wir noch weg. Kämpfer raus. Arbeiter nach hier. Ich will, dass sie den neuen Raum hier freimachen. Recht viele, guckt euch das an. Nicht wenig. Und jetzt geht's los. Beide Seiten rein. So. Schicken beides rauf. Zwei sind schon... Das wird heftig. Hier wird auch schon ordentlich nachproduziert. Aber wir hören es ja. Ah, sehr gut. Der ist weg. Und der ist auch weg. Sacken wir hier jetzt noch die Sachen ein. Oh. Ja, Victory. Well done. Also, wir haben überlegt. Und haben uns, haben die Devils Coach Horse Beetle Larve. Aha, die Teufels... Hier Coach Horse. Also die haben wir hier, glaube ich, gar nicht in Deutschland. Ich weiß nicht, wie ist da die deutsche Bezeichnung für. Okay. Das hier, diesen Satz, den steuere ich auch an euch weiter. Also wenn ihr Interesse habt, das Spiel zu spielen, dann wendet euch an die Entwickler. Unten werde ich die Seite reinpacken. Und ich bedanke mich jetzt, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Nächste Folge kommt dann auf jeden Fall auch. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann schreibt mir das doch mal unten in die Kommentare. Wenn ihr neu seid, könnt ihr auf den Abo-Button klicken. Und mit diesem Endbild, ja, Victory, verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Das war euer Zigaro mit Empires of the Undergrowth. Okay, tschüss.